Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge Minecraft, genau. Und wir haben heute wieder ein neues Update bekommen im Spiel und das wollen wir uns mal einfach heute mal in der Folge ein bisschen genauer anschauen. Aber bevor wir überhaupt uns das ein bisschen genauer anschauen, gehen wir erstmal in den Shop rein von Minecraft, denn da haben wir wieder auch neue Sachen bekommen. Zum einen sind da noch Ostersachen drin. Ich scrolle hier einfach mal ein bisschen so nach hinten weg, dann gucken wir uns einfach mal alles so an, was insgesamt reinkam. Und ja, ein paar Ostersachen sind drin, so ein paar andere Sachen sind auch dazugekommen. Aber zu meiner Empfehlung ist ja erstmal noch nichts dabei, was man sich holen sollte. Aber wer möchte, kann natürlich hier immer gerne zuschlagen. So, sind wir wieder auf der Vorderseite. Gehen wir einmal kurz auf Spielen rauf. Und ups, da haben wir schon das Neueste gesehen. Und zwar achtet mal auf euren Skin, der an der Seite ist. Ganz einfach, klickt auf Spielen, wird er auf einmal so klein. Also mir kommt das so vor, als ob das vorher nicht so war. Ne? Wenn wir das mal kurz gucken, zack, wird er ganz klein. Das hatten wir, glaube ich, vorher noch nicht. Jo, das Neue ist ganz einfach mal nicht auf euren alten Welten, was ihr habt, sondern wir müssen einfach mal eine neue Welt erschaffen. Zack, puff, gehen wir mal rauf. Ihr solltet das auch lieber bei einer neuen Welt machen, weil, na, könnte manchmal noch ein bisschen buggy sein. Na egal, so, wir wollen eine neue Welt erschaffen. Zack, gehen wir rauf. So, beim Erstellen achten wir einfach mal drauf. Ich mache jetzt einfach mal Creative an. Ja, Erfolge werden deaktiviert. So, weiß ich doch. So, Creative, ne, damit wir rumfliegen können. Weltname, was nehmen wir da einfach mal? Update, würde ich sagen. Habe ich mir schon vorgeschlagen. Zack. Buff, Update. Was nehmen wir? 1. So, so nennen wir das einfach mal. So, Schwierigkeitsgrad machen wir. Ja, lassen wir auf normal. So, das kann alles so bleiben. Wenn die Leute raufkommen. Ich mache mal Besucher. So, natürlich unendlich. Seed mache ich nichts rein. Chunks lasse ich so. Friendly, das. Lassen wir an. Zack. Und dann kommen wir hier hin. Experimentales Gameplay verwenden. Was ist denn das? Das ist das Neue, was reingekommen ist. Und zwar, wenn wir das einmal umlegen. Blub, aha, was steht da? Beta und so? Klicken wir mal weiter. Und zwar, das ist hier das neue Aquatate-Update. Das kam jetzt rein, dass wir das Ganze jetzt verwenden können. Ihr solltet das wirklich bei einer neuen Welt ausprobieren. Denn bei der alten Welt, wenn ihr, also sag ich mal, ihr macht das auf eurer Hauptwelt an. Ne, und dann habt ihr die neuen Sachen drauf. Aber das könnte alles so ein bisschen buggy sein und ihr könntet dadurch eure Welt verlieren. Von daher macht lieber eine neue Welt auf, um das Ganze zu testen und das Ganze euch anzuschauen. Also neue Welt aufmachen, das umlegen, aktivieren. Das ist so Beta fürs Aquatic-Update. Ist noch nicht alles drin, aber naja, wir können schon ein bisschen reinschnuppern. So, was machen wir noch alles an? Das lassen wir alles so, wie es ist, würde ich mal sagen. Ja, das reicht mir. Multiplayer, das ist eigentlich relativ egal. Ich mache jetzt mal offline, nicht, dass hier irgendwer nachjoint. Und ja, der Rest lassen wir einfach mal so, alles Standard. Und dann gehen wir einfach mal auf Erstellen. So, da sind wir schon auf der neuen Welt. Quasi eine Beta, kann man es auch nennen. Ja, wir gucken uns jetzt die neuen Features an, die alle von den Aquatic Update schon in dieser Beta enthalten sind. Zwar noch nicht alles, aber es wird alles nach und nach hinzugetragen. Aufgepasst, falls du das Ganze dir auch angucken möchtest, sage ich es gerne noch einmal, mach's lieber jetzt auf einer neuen Welt, egal was, jetzt einfach so random irgendeine Welt, machst du einfach eine neue auf, denn die Macher haben gesagt, oder einfach so geschrieben, dass noch Fehler in diesem Spiel enthalten sind. Das heißt natürlich, wenn ihr jetzt, sag ich mal, das auf eure Hauptwelt macht, wo ihr alles baut und so, könnte sein, dass diese Welt dann später, wenn das richtige Update kommt, die Vollversion mit allen Features, dass die Welt dann nicht mehr abrufbar ist oder sonstige Sachen. Von daher verwendet das lieber bei so einer random Welt, wo du irgendwas vielleicht mal ausprobierst, so ein Haus bauen oder sonstige Sachen. Aber bau nicht zu groß, ansonsten ärgerst du dich im Nachhinein, wenn das Ganze dann halt weg sein sollte. Von daher einfach erstmal ausprobieren, erstmal gucken, was hier so alles gibt. Ja, viel ist noch nicht, kommt noch einiges. Da können wir mal so ein bisschen reinluschern, was da so ist. Wir haben noch nicht so viel wie auf dem PC, aber naja, das stört uns nicht. Wir können jetzt erstmal hier noch ein bisschen gucken. Und zwar fangen wir an erstmal mit den neuen Baumstämmen, die wir dazu bekommen haben. Sind natürlich nicht so richtig neu, sind so mehr die alten, nur ein bisschen jetzt anders. Und zwar, ich habe hier einfach mal jede Baumart aufgereiht und daneben die neue Version. Die neue Version ist einfach nur, dass die Rinde da ab ist. Das heißt, man kann die Bäume jetzt einfach schälen, die Rinde einfach entfernen, dann hast du es richtig glatt. Da kannst du natürlich viele neue Arten machen, Decken, Wände, Böden, kannst du damit jetzt vieles machen. Halt so parkettmäßig kannst du da einiges jetzt draus basteln. Da ist natürlich dann die Frage, wie mache ich das Ganze? Logischerweise nimmt man dann einfach eine Axt für so einen Baumstamm und dann klickt man einfach rauf mit LT und dann zack, puff, ist die Rinde ab. Aha, so, das können wir hier eigentlich überall machen und einfach die ganzen Bäume schälen.
Ja, das ist schon mal eines der neuen Features. Darauf freue ich mich schon, wenn das Ganze dann auch für die normale Version erhältlich ist. Da kann man bestimmt einiges mit anfangen. So, kommen wir denn zum nächsten Feature. Und zwar haben wir schon einen neuen Mob ins Spiel erhalten. Und das ist ein ertrunkener Zombie. Würde ich mal sagen, dass das ein ertrunkener Zombie ist. Könnte natürlich auch sein, dass es vorher ein Steve war. Ne? Diese Dinger überleben nur im Wasser. Sind sie außerhalb des Wassers, sterben sie. Ne? Kannst du es mal kurz zeigen? Ja, guck, da brennt er schon. Er sucht auch immer das Wasser. Das heißt, er würde jetzt, sag ich mal, darüber rennen, ne? Um sich zu retten, glaube ich. Oder? Bist du so schlau? Bist du so schlau, um das zu finden? Na, ich glaube, da müssen sie sich noch ein bisschen was einfallen lassen, die vielleicht doch noch ein bisschen intelligenter zu machen. Nee, du findest nicht das Wasser. Aber das ist der Neue. Wir können uns das Spawn-Egg auch nochmal angucken. Zack, zack, die. Na, geh da rein. Was noch nicht drin ist, das auch wieder hier so ein bisschen buggy ist. Ich habe ja an, dass ich Blöcke, die ich angucke, ins Inventar bekomme. So, jetzt habe ich Sand. Theoretisch wäre das auch bei Tieren oder auch hier bei Monstern so, wenn ich die angucke, dass ich das kriege. Aber ich kriege das nicht. Es ist bestimmt noch ein Fehler, wird bestimmt in der Vollversion drin sein, aber so an sich kann ich mir kein Spawn-Egg von ihm abrufen, wenn ich auf ihn raufklicke. Naja, irgendwie sind sie jetzt richtig schlau und rennen immer zu aus dem Wasser raus. Oh, guck mal, der hat sogar eine Angel in der Hand. Ah, angelt er also auch unter Wasser was. Naja, das sind die ertrunkenen Zombies, ich spawn nochmal einen drin, vielleicht bleibt er ja drin, oder? Bleibst du drin? Ah, du wirst leben, okay. So, kommen wir zum nächsten Feature. Oh, der ist despawned, glaube ich. Machen wir nochmal einen neuen rein. Zack. So, wir haben einen Dreizack bekommen. Sieht natürlich noch so, ich weiß nicht ganz. Der müsste noch ein bisschen optisch verändert werden, wenn man den wirft, finde ich. Der ist ein bisschen klein geraten. Und du siehst in der Hand, da backt er auch ziemlich rum. Man erkennt ihn nicht so richtig. Und ja, da müssen sie noch einiges machen. Oh, jetzt geht das wohl ein bisschen. Ja. Aber es ist noch alles ein bisschen sehr buggy. Du siehst es, er flimmert. Naja, jedenfalls ist der neue Dreizack. Ich habe mir einfach gedacht, mache ich mal einfach einen Glasblock rein. Dann kann man auch sehen, wie er da drin steckt. Halt wie so ein Pfeil, ne, vom Bogen. Kannst du ihn einfach so verschießen, so oft du halt möchtest. Ja, kannst natürlich auch coole Deko-Sachen damit bauen. Ich weiß noch gar nicht, ob der so richtig die spawnt. Aber wenn man so halt näher rangeht, sammelt man die natürlich wieder ein. Wer weiß. Naja, gut. Wollen wir dann mal weiter gucken, was gibt's hier noch Neues. Und zwar ist es auch wieder so was Altes, wo sie jetzt das gemacht haben, was ich mir auch eigentlich sehr wünsche. Vielleicht kommt das auch noch für Wolle und Betonblöcke raus. Wäre natürlich optimal, wenn das noch kommen würde. Und zwar, wir haben ja Prismarinziegel, dann haben wir den dunklen Prismarin und den Prismarin an sich. Ne, das kennt man ja, diese Blöcke. Und dazu, du siehst es ja, sind jetzt Stufen, Treppen wie Stufen rausgekommen. Ja. Und das wäre natürlich noch super, wenn sie das, sag ich mal jetzt, na gut, jetzt hier für die Blöcke ist mir das relevant, auf das es da rauskommt. Aber mir würde es übelst gefallen, wenn die Macher noch machen würden für Betonblöcke, für Wolleblöcke, dass da auch nochmal Treppen wie Stufen rauskommt. Das wäre zum Bauen, glaube ich, optimaler als jetzt hier diese drei Arten. Aber für so ein Wasser-Update lässt sich das erstmal nicht meckern. Ist schon mal ein guter Anfang, dass sie überhaupt für weitere Blöcke Treppen und Stufen machen. Vielleicht kommt noch dieser Wunsch irgendwann mal. Ja, so, das sind eigentlich alle neuen Features, die da drin sind. Mehr habe ich eigentlich auch nicht gesehen. Mir kommt auch so vor, als ob diese Abrufbar jetzt hier mit Creative Menü so ein bisschen anders ist. Das sieht jetzt hier schicker aus, ne? Als wir das hatten. So die, also spawnt so besser rein ins Bild. Auch so ist der Chat jetzt besser. Du achte mal oben drauf auf B verlassen. Das war früher so verwischt. Da war verlassen so doppelt übereinander geschrieben. Jetzt ist das alles klar. Jetzt sieht das gut aus. Außerdem kam jetzt noch so ein Update hinzu. Jetzt nicht nur für die Beta, sondern auch für euch normalen Leute, die alle, also auch für mich, wenn ich jetzt auf einer Welt spiele bei mir, die Welt soll nicht mehr so doll abschmieren. Das heißt, wenn ihr spielt, dass ihr nicht auf einmal blub auf der Hauptseite seid und sagt euch das Spiel blablabla, muss nochmal neu starten. Das sollte eigentlich jetzt gar nicht mehr passieren, das haben sie jetzt gepatcht, meinten sie. Ich muss das selber erstmal ausprobieren. Ein paar Spielstunden, dann wird man es ja sehen, ob das noch da ist oder weg ist. Muss man einfach mal gucken. Ansonsten, außer Bugfixes und sonstige Sachen und hier dieser Beta, ist eigentlich doll nichts dazugekommen. Ja, außer noch eine Sache, und das ist wirklich eine tolle Sache, auf die freue ich mich, wenn sie natürlich für die offizielle Version draußen ist. Und zwar ganz einfach, wir gehen einfach mal ins Wasser. Blub. Und im Wasser ist noch nicht so das Feature drin, oh hier ist auch ein Zombie, dass wir unter Wasser natürlich besser sehen können. Ich glaube, die meisten wissen das schon, dass wenn man unter Wasser geht, bei der Vollversion denn, dass das hier alles auch richtig klar wird, ne? Wenn man unter Wasser ist, dass die Sicht sich auch anpasst. Ist noch nicht drin, noch ist alles sehr duster, aber wenn wir aus dem Fliegemodus rausgehen und die Sprint-Taste benutzen
um halt natürlich schnell rennen zu können, können wir einfach hier schwimmen. Und ich freue mich schon richtig drauf, wenn das ist, weil ich habe damit schon einiges vor. Und ich finde das auch eigentlich eine coole Animation, ne? Wenn man so ein bisschen schwimmt, also so rennt unter Wasser, dann schwimmt man. Ist das eine tolle Animation? Huh. Hier so ein bisschen im Hellen bleiben, damit man mich auch sieht. Eigentlich eine krasse Animation. Das ist, glaube ich, das beste Feature, was da überhaupt jetzt mit diesem Update reinkommt, das Schwimmen. Das kann man eigentlich auch stundenlang machen, wenn man sich später so ein richtig tolles Aquarium baut oder sonstige Sachen. Dann schwimmst du einfach ein paar Runden rum oder im Pool, ne? Jetzt kann man auch seine Pools in Minecraft wirklich benutzen. Früher hat man die einfach nur als Deko gemacht, jetzt kannst du sie wirklich benutzen, kannst echt im Pool jetzt rumschwimmen, ne? Früher, da bist du einfach so ins Wasser gegangen, hast dich gesneakt und dann so, yeah, ich bin im Wasser und yeah, aber jetzt machst du allen was vor. Jetzt, oh, ich muss entsneaken. Jetzt kann man schwimmen. Warte mal, wie sieht denn das eigentlich in der Ego aus? In der Ego sieht das eigentlich nicht so fantastisch aus. Vielleicht kommt noch so rein, dass man seine Hände sieht. Das wäre natürlich optimal noch, ne? Wenn man so seine Arme sieht oder so, die an der Seite dann so lang schwimmen. So Hände haben wir ja nicht in Minecraft, ne? Wir haben ja nur so Arme. Und ja, wenn man die noch sehen würde, das wäre dann natürlich noch ein tolles Feature. Und das war es eigentlich auch. Mehr haben wir erstmal nicht reinbekommen. Fische gibt es noch nicht. Und naja, müssen wir mal gucken, was noch so kommt. Aber wir können schon mal ein bisschen ausprobieren, ein bisschen rumtüfteln. Und ich finde eigentlich so für eine kleine Beta gar nicht mal so schlecht. Ja, besonders, wir können es jetzt einmal ausprobieren. Ich habe schon mal gewusst, dass hier auf dieser Version so eine Beta ist. Wollte ich mir nicht runterladen, weil ich habe immer Angst, dass dann da irgendwas verbuggt oder so. Aber jetzt können wir es einfach so starten, neue Welt auf, einfach ausprobieren. Und kann ja nichts viel passieren. Im Nachhinein löscht ihr einfach die Welt und ja. Aber wie gesagt, macht es nicht bei euren Hauptwelten. Könnte sein, dass sie, wenn die Vollversion draußen ist oder irgendwas ist, könnte sein, dass weg ist. Und daher lieber eine neue Welt aufmachen, da passiert euch nichts. Und ja, dann könnt ihr einfach ein bisschen ausprobieren. So, das war das Ganze hier. Ich würde sagen, wir stellen uns vorne Safety hin, wenn was Neues kommt. Oh, ist er gerade gestorben? Oha, oha, boah, der hat ja gerade richtig Dampf abgelassen, was? Naja, so, dann würde ich sagen, dann war es das Ganze hier für diese Folge. Wir stellen uns vorne hin, wenn was Neues gibt oder so, denn informiere ich euch. Aber ansonsten war es das hier. Ich stehe Safety, ich schwimme noch mal eine Runde. Aber ansonsten, haut's rein und...